Eine meiner ersten Fragen ist, das Herz Europa, nicht, also Europa nicht nur vom Sachlichen zu sehen, sondern auch von der Emotion her, ist oft angesprochen worden. Wie sieht es denn da eigentlich aus in puncto gemeinsame Sprache oder zwei Amtssprachen pro Land? Ja, also das Prinzip ist so, dass natürlich auf europäischer Ebene da schon ein wesentlicher Unterschied ist zwischen Rat, Parlament und Kommission. Nachdem das Parlament die Bürger- und Bürgerinnenkammer ist, ist bei uns eigentlich üblich, dass es keine Diskussion gibt, dass jeder ein Recht auf seine Sprache hat, und zwar aktiv und passiv. Faktum ist, wir haben natürlich auch durch die enormen Kosten von den Dolmetschern, weil wir wirkliche Top-Simultan-Dolmetscher haben auf europäischer Ebene, haben wir versucht, das System auch zu streamlinen. Ja. Es ist wahrscheinlich nicht ganz rübergekommen. Ja. Sehr, sehr langfristig gedacht. Ich denke jetzt mal eine Generation als Vorschlag, dass es nach einer Generation, sagen wir mal 25 Jahre, zwei Amtssprachen pro Land in jedem Land Europas gibt. Die eigene und ich denke mal Englisch. Ja, genau das ist das Thema. Die eigene ist eigentlich relativ unbestritten. Mit der können wir locker mit den 24 Sprachen in Europa, jeder eigene ist natürlich wie die eigene Sprache. Und die Diskussion beginnt dann natürlich, wenn wir eine Zweitsprache wollen, welche Sprache wäre das? Ja? Und wenn du das generell, also in Harmonisierung einführen willst, brauchst du eine Gesetzgebung, die halt dann die Zweitsprache für das gesamte Schulsystem wahrscheinlich dementsprechend vorsieht. Und da gibt es in Wahrheit unüberwindbare Brücken, weil natürlich für die Franzosen es nur eine Sprache gibt, die wirklich Weltsprache ist, das ist die Postsprache und ich weiß nicht, was sonst noch alles. Und da gibt es eben nur Französisch. Ja? Und es ist eine Provokation der Sonderklasse, wenn man zum Beispiel Deutsch fordern würde, obwohl das rein logisch die meistgesprochene Sprache in Europa ist. Also in Wahrheit hätte man ein Recht zu fordern, dass Deutsch die zweite Sprache ist, weil es die meistgesprochene Sprache ist. Ja? Und dann kommt natürlich das globale Spanien und sagt, schaut mal, wo überall in dieser Welt Spanisch gesprochen wird. Ihr werdet doch nicht so kleinkariert sein und nur Europa sehen, sondern wenn man eine zweite Sprache einführt, dann muss das eine Weltsprache sein. Ja, dann sind wir schon bei Portugiesisch. Und ob dann ein gemeinsamer Nenner Englisch herauskommt. Wir haben es jetzt gehabt bei der Sprachenregelung für die Patenterteilung. Ja? Also das ist die aktuellste Debatte, die wir überhaupt gehabt haben. Ja? Und es ist gescheitert, gemeinsame Richtlinie an den Wunsch der Italiener und Spanier, dass sie auch Italienisch und Spanisch wollen. Ja? Es war vorgesehen, dass man es in drei Sprachen macht, nämlich Deutsch, Französisch, Englisch, in den drei sogenannten Amtssprachen. Und die Italiener, wir haben dann eine verstärkte Zusammenarbeit machen müssen, dass also nur diese Länder, die diese Sprachen akzeptiert haben, ohne Italien und ohne Spanien jetzt die Patentgerichtsbarkeit dementsprechend eingerichtet haben. Und das zeigt schon, dass diese Themen sehr, sehr schwierig sind. Wir haben zum Beispiel eine Truppe von französischen Jägern, das ist eine eigene wahlwerbende Gruppe in Frankreich, die Jäger, da haben wir einmal einen mitgehabt bei der WTO-Verhandlung, was extrem unangenehm war, weil bei der jeder Gelegenheit immer darauf bestanden hat, dass Französisch gesprochen werden muss. Und da war der Pascal Lamy, der zuständige Kommissar, ein Franzose, war im Vorsitz und der hat immer gesagt, okay, Herr Kollege, das ist ganz einfach, ich bitte dem Parlament, mir mitzuteilen, in welcher Sprache ich sprechen soll und wenn Sie eine Einigung gefunden haben, werde ich fortsetzen. Und der erste aufgesagt hat, Herr Kollege, ich würde bitten um Dänisch, ja? Ich hätte gerne Dänisch, ne? Um das absurd zu führen, um zu zeigen, was eigentlich das für Ansinnen ist. Ne? Und dann hat der Pascal Lamy, der Franzose, hat mit uns immer Englisch gesprochen. Ja? Was eigentlich sehr schwierig ist, kann mich erinnern, der Jacques Santer, der ehemalige Kommissionspräsident, hat einmal zu mir gesagt, hat gesagt, Paul, du musst wissen, in Frankreich ist die Qualität der Sprache und das Wissen in der Sprache wird gleichgesetzt mit Intelligenz. Wenn du Fehler machst in der Aussprache, in der Stellung des Satzes, dann sagen die Leute, der Mensch ist nicht intelligent. Ich würde dir raten, wenn du vor Franzosen sprichst, benütze deine Muttersprache oder nehme Englisch und sage, da geht es uns allen gleich. Weil ihr Franzosen habt wahrscheinlich vom Sprachniveau her das gleiche Problem. Aber ich würde dir raten, Französisch im kleinen Gespräch ja,
aber nie in einer öffentlichen Veranstaltung, da kannst du nur verlieren. Ja? Und das war der Kommissionspräsident und ich weiß, der Barroso hat eine eigene Sprachengelehrte im Büro sitzen, eine Französin, die alle Briefe, die von ihm geschrieben werden, im Detail darauf untersucht, dass ja kein Fehler in der französischen Sprache auftritt. Nur um ein bisschen die Mentalität und die Einstellung zu zeigen. Ja? Jetzt wollte ich doch ein bisschen auf die heikleren Themen lenken. Ich stelle also fest, dass jetzt verschiedene Vertreter aus der EU kommen und alle uns sagen, ja, die EU ist super, weil wir haben ja jetzt 40 oder 50 Jahre keinen Krieg und das ist eigentlich das ist eine super Leistung. Wobei man aber sagen muss, die EU ist ja keine europäische Verteidigungsunion, sondern eine Wirtschaftsunion. Lenkt man jetzt das mehr auf die Sicherheitspolitik, weil man wirtschaftlich, sagen wir es einmal unter Anführungszeichen, doch ganz schön in Kalamitäten ist, Wirtschaftswachstum, da sind eine ganze Menge Fragen mit der Finanzpolitik, mit diesen neuen Richtlinien, wo sich die Franzosen jetzt laut dem Spiegelbericht da wehren, weil das kann man mit Frankreich nicht machen, 4% machen wir jetzt minus. Und dann ist natürlich die Frage, die du angesprochen hast, ja, was geht jetzt los in Richtung Verteidigung, habe ich vernommen, dass wir 27 Flieger haben, falls da irgendwas losgeht. Und Energiepolitik ist ja, lese ich immer wieder in Büchern, ja, was da passiert, eigentlich nicht viel, Ressourcenpolitik auch nicht viel. Und international, wenn man schaut, die Infrastruktur, Deutschland, ja, das ist ja alles ein bisschen desaströs. Und in Wirklichkeit, das wirst du mir ja gleich beantworten können, schüttet man für die 140 Millionen, 80 Millionen für die Landwirtschaft aus oder so? Ja, also es sind Milliarden, aber es ist eh fast kein Unterschied. Ja. Wie geht es weiter mit der EU? Ja, Faktum ist natürlich, dass wir in Wahrheit drei Stufen gehabt haben der Entwicklung in der Europäischen Union. Die erste Stufe einmal, dass man gesagt hat, man muss zusammenarbeiten und die nationale Politik immer gesagt hat, das Wichtigste ist die Subsidiarität. Also wir geben in Wahrheit nur die Probleme nach Brüssel weiter, die wir nicht selber lösen können und die sollen gefälligst in Brüssel gelöst werden. Wenn sie heute zum Beispiel Staaten massiv überschulden, wie die Griechen oder andere, ja okay, das wird dann zum Problem von Brüssel gemacht. Das ist dann nicht mehr die Klärung auf der nationalen Ebene, sondern man sagt, ja, jetzt haben wir uns so weit verschuldet, helft es uns. Ja? Und dann muss man natürlich überlegen, wie man diese Hilfe dementsprechend gestaltet, dass sie auch für alle gleich gilt. Und insofern war Griechenland ein gutes Beispiel, weil die nur 2% vom Bruttosozialprodukt haben und man da Regelungen wesentlich leichter durchsetzt wie gegen Deutschland, Frankreich, England oder Spanien. Also aus dieser Sicht war das einmal klar, dass man gesagt hat, Subsidiarität, es kommt nur das nach Brüssel, was Brüssel alleine entscheiden kann, wo ihm die nationale Kraft nicht ausreicht. Das Zweite war dann eigentlich, dass wir gesagt haben, wir wollen einen europäischen Mehrwert für unsere Bürger. Also Brüssel sollte nur mehr entscheiden, was für den Einzelnen de facto einen Mehrwert bringt. Ja? Und das hat man mit Impact Assessment und KMU-Test und was immer, volkswirtschaftlichen Studien, hat man dementsprechend in den Mittelpunkt gestellt. Und was jetzt neu ist in dieser Periode, was also Jean-Claude Juncker und auch unser wissenschaftlicher Dienst in den Mittelpunkt stellt, ist die Kosten eines Nicht-Europa. Also was kostet es dem Bürger und der Bürgerin, wenn Europa gewisse Probleme nicht aufgreift? So wie du das völlig richtig gesagt hast, es gibt viele Bereiche, da würde man uns weit mehr Europa wünschen. Ja? Und es gibt andere Bereiche, da würde man uns nicht so viel Europa wünschen. Wir sind natürlich alle in diesen Bereichen nicht einer Meinung, sondern da entwickelt jeder seine eigene Vorstellung, wo Europa mehr oder weniger machen könnte. Wir bemühen uns das jetzt mit dem wissenschaftlichen Dienst ein bisschen zu objektivieren, dass man sagt, okay, schauen wir uns an, was sind eigentlich die Grundpfeiler dessen, was wir für die Bevölkerung machen können. Und damit objektiviert sie das in einem gewissen Ausmaß, obwohl man natürlich nicht übersehen darf, dass es in Brüssel nicht nur die Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen politischen Parteien gibt.
sondern dass es natürlich ein dementsprechendes Thema gibt in der Frage Nord, Süd, Ost, West. Ja? Also dass einer mit einem, der aus Nordfinnland kommt, und mit denen jemanden von Sizilien oder von Malta diskutieren zu lassen, ist ja spannend, ja? Weil es da eben ganz einfach grundlegend unterschiedliche Vorstellungen gibt. Oder wenn man sieht aus Deutschland, wenn einer aus Baden-Württemberg mit jemandem in einem Land in Rumänien diskutiert, da sind eben, da treffen auch Welten zusammen. Ja? Und darum sage ich immer, Brüssel ist ja nicht nur ein Legislativapparat, der halt irgendwelche Gesetze macht, sondern aus meiner Sicht ist Brüssel vor allem auch ein Think Tank, der eine Art Postgraduate University ist, wo halt das Wissen aus Europa zusammengetragen wird, das man evaluiert und dann versucht, auch dementsprechend gute Entscheidungen zu treffen. Ja? Und ich muss sagen, wenn man zurückschaut in den letzten Jahren, ja, es stimmt, dass wir natürlich auf einem relativ hohen Niveau vom Bruttosozialprodukt angelangt sind in Gesamteuropa, wenn man im Durchschnitt rechnet. Es gibt natürlich Regionen, die sehr benachteiligt sind. Das ist auch der Grund, warum 40% der Mittel aus dem Budget in die Regionen geht, die am benachteiligsten sind, also dort, wo die Ärmsten sind, dort, wo es am wenigsten funktioniert, investieren wir unser Geld und versuchen, dass die auch einen gewissen Standard erreichen, auch aus Eigennutz, weil zum Beispiel, wenn wir heute Geld nach Griechenland stecken und unsere Firmen liefern dann die Produkte dorthin, entstehen ja auch bei uns Arbeitsplätze und ein gewisser Teil des Geldes kommt ja wieder in Rückfluss zu uns an und bei den Arbeitsplätzen. Also es ist ja nicht so ein Spiel, dass dort Geld hineingeht und das nie wieder zurückkommt, sondern unterm Schnitt nutzt uns das auch allen. Und ja, es stimmt, dass natürlich die internationale Finanzindustrie mit sehr großen Beträgen spielt. Und natürlich, wenn wir mit einem Budget von 140 Milliarden zwar die Gesetzgebung haben, aber natürlich die Politik immer zuerst schauen muss, wie entwickeln sich die Dinge und dann auch mir eine harmonische Gesetzgebung zwischen den Mitgliedstaaten und den Institutionen brauchen. Also Einigungen zu erarbeiten und gerade in so sensiblen Bereichen wie Finanzwirtschaft ist eine echte Herausforderung, weil bitte, wir Abgeordneten sind auch keine Finanzwissenschaftler. Ja? Wir mögen zwar das eine oder andere ganz gut verstehen, aber wenn man in die Welt der Derivate geht, wenn man in die Welt der Volatilität hineingeht, in die fachspezifischen Hedgefonds-Auseinandersetzungen, dann brauchen wir auch einen Expertenstab, der uns zur Verfügung steht. Und wo findet man den? Ja, wahrscheinlich auch nur in den Bereichen, die das bis jetzt gemacht haben. Durch das waren wir eigentlich sehr glücklich, dass wir den Draghi gefunden haben, der eben bei Goldman Sachs an führender Stelle war und sich in diesen Dingen im Detail wirklich auskennt. Und was uns bleibt, ist natürlich die Hoffnung, dass der Standort den Standpunkt bestimmt. Ja? Und er natürlich jetzt seinen Freunden in Amerika beweisen muss, dass er besser ist wie sie. Ja? Weil das natürlich eine beinharte Auseinandersetzung ist. Und wir natürlich mit den Stresstests und alles, was da rundherum jetzt entwickelt worden ist, auch für die Banken, es nicht leicht haben, da das Optimum zu finden. Das ist ja schon eine regelrechte große Herausforderung, diese Balance zwischen der Realwirtschaft und dieser Blasenwirtschaft, dass man das nicht zu schnell abbaut, weil wenn man es zu schnell abbaut, hat das realökonomisch dramatische Folgen. Und diesen Gleitpfad zu finden, wo man das Ganze wieder stabilisiert, stehen wir ständig vor den Herausforderungen. Wir haben das letzte Mal Frankreich und Deutschland gehabt, die den Stabilitätspakt gebrochen haben. Wir haben jetzt das verhandelt vom Parlament und haben gesagt, in Zukunft braucht es eine Zweidrittelmehrheit zum Brechen des Stabilitätspakts. Also nicht mehr Einstimmigkeit zu den Strafsanktionen, sondern ganz im Gegenteil, zwei Drittel müssen dafür sein, dass ihr das brecht. Wird schon ein bisschen schwieriger. Und außerdem haben wir eingeführt das europäische Semester. Bitte, ich kann mich noch selber erinnern, ich habe meinen österreichischen Finanzminister angerufen und habe gesagt, du pass auf, wir haben da jetzt vor, dass wir nicht nur ein statistisches Zentralamt melden in Brüssel, sondern wir möchten die Zahlen, die ihr meldet, auch bei euch im Ministerium überprüfen, weil das natürlich nicht nur für dich gilt, sondern für die 28 anderen Ländern, weil wir den Verdacht haben, dass da gewisse Zahlen getürkt und geschönt und nicht in Ordnung sind. Und er hat damals noch voller Entrüstung zu mir gekommen, gesagt, also das kommt auf keinen Fall in Frage. Dass jetzt Brüsseler Beamte nur in unser Ministerium kommen, bist narrisch, wir haben eh schon so genug zu tun, brauchen wir nicht nur die uns da reinschauen. Ja? So, das Bohren harter Bretter bedeutet natürlich auch, und das habe ich beim Militär gelernt,
dass man sich von ersten lauten Argumenten nicht ablenken lassen sollte, sondern ganz einfach wieder sauber in Vorlage treten, sagen, schau, da gibt es Abweichungen, ist zu unser aller Nutzen, wenn es ein Vier-Augen-Prinzip gibt. Jetzt müssen alle 28 Regierungen müssen ihr Budget der Europäischen Kommission vorlegen. Das wird geprüft auf die Einhaltung des Stabilitätspaktes. Und wenn er nicht eingehalten wird, wird das öffentlich bekannt gegeben. Und dann ist so, dass das nationale Parlament es trotzdem beschließen kann. Ja? Aber dann tritt automatisch die Strafzahlung auch in Kraft. Also es kommt zu einer Dynamisierung des Verschuldungsgrades. Und einer Dynamisierung des Verschuldungsgrades, das hat uns die europäische Bevölkerung gelernt, hat eigentlich immer zur Abwahl der Regierung geführt. Also die Bevölkerung trägt dieses überproportionale Schuldenmachen nicht mit. Wir haben in allen Staaten, die Schulden zu weit wachsen haben lassen, hat es egal von welcher Partei, sind immer die Regierungen abgewählt worden. Also wir haben da das Vertrauen in der Demokratie, dass die Bevölkerung sagt, okay, ihr gebt da zu viel aus und wenn sie es dann nicht ausreichend erklären können, führt das ganz einfach zu einer Abwahl. Und ich glaube, dass das ein System ist, was sich jetzt natürlich erst etabliert. Das lässt sich nicht von einem Jahr aufs andere durchsetzen. Da gibt es viele Bewertungsprobleme, viele Spielchen. Also die Beamten auf nationaler Ebene sind in der Regel hochintelligent, wissen jede Gesetzesstelle unterschiedlich zu interpretieren. Und unsere Aufgabe ist es dann immer, das nachzuadjustieren und zu schauen, okay, wo hat es wieder Schlupfloch gegeben, okay, müssen wir das auch noch schließen. Und dann wird das sukzessive Jahr für Jahr in eine Richtung gedrängt, wo wir hoffen, dass die Stabilität, die wir alle dringend brauchen, dass die hoffentlich irgendwann wieder mal herstellbar ist. Wir haben noch Zeit für eine Abschlussfrage. Ich darf gleich drei Fragen stellen, und zwar, wie ist deine Position zu TTIP? Also vor allem die Kommission, wenn ich vorher an Wochen im Weitenwald zerkehrt zu dem Thema, unter dem wir deine Position sind. Zweite Frage, also einheitliches Steuersystem, Unternehmenssteuersystem, Luxemburg ist ja da zum Beispiel wieder gestanden. Mhm. Okay, belassen wir es bei den zwei. Aha, okay. Also, Herr Rübig, vielleicht eine weitere Frage, ja, kommt noch hinzu. Ja, weil gerade Nationalstaaten Thema waren. Es gab ja jetzt diese, oder es gibt auch ganz aktuell diese Unabhängigkeitsbewegungen. Ich denke jetzt an Schottland, das ist entschieden. Aber ich denke auch an Katalonien. Es gibt jetzt sozusagen vom Höchstrichter in Spanien, glaube ich, die Absage der Befragung der Bevölkerung. Gibt es da Diskussionen im Europäischen Parlament oder unter den Mitgliedern auch informeller Seite von vielleicht von informeller Seite her, und wie denkt man hier mit solchen Dingen oder mit solchen Intentionen umzugehen? Mhm. Ja, also Faktum ist natürlich, dass zuerst einmal die nationalstaatliche Ebene eine eigene Verfassung hat und natürlich das politische System in der nationalen Ebene darüber zu befinden hat, wie derartige Vorgänge zu bewerten und durchzuführen sind. Wir haben das in England gesehen, wo ja Cameron damals entschieden hat, dass die Volksabstimmung mit Schottland korrekt ist. Man hat sich dann auch konkrete Schritte überlegt, was passiert, sollte tatsächlich der Austritt dementsprechend vonstatten gehen. Nur um ein kleines Beispiel zu nennen, Schottland hätte sämtliche Nuklear-U-Boote sofort an Großbritannien überstellen müssen. Man hätte dann die ganze Öl- und Gaswirtschaft von Schottland benötigt, um die Schulden dementsprechend wieder auszugleichen. Also da hat man sehr ins Detail sich angeschaut und gesagt, vom Prinzip her ist es möglich. Ja? Die Spanier haben, und noch dazu war ja das System unter Druck, weil natürlich der Premierminister selber versprochen hat, den Austritt aus der Europäischen Union. Ich habe immer gesagt, bitte schneidet seine Reden mit, wo er an die Einigkeit in Großbritannien appelliert hat und wie wichtig ist, dass man zusammensteht und dass wir uns gemeinsam und so. Da habe ich gesagt, ihr tauscht einfach jetzt in der Zukunft an das Schottland, tauscht es aus gegen Europäische Union und spielt ihm seine Reden wieder vor, weil vom Inhalt stimmt es eigentlich genau zusammen. Und die Spanier haben sich eben für den anderen Weg entschieden. Die Spanier haben gesagt, okay, es gibt eine Verfassung, an die haben sich alle zu halten und in der Verfassung ist nicht vorgesehen der Austritt einer Bevölkerungsgruppe. Ihr müsst halt schauen, dass ihr bei den nächsten Wahlen für die Basken eine Mehrheit, eine Zweidrittelmehrheit in der Bevölkerung kriegt.
Ist nicht ganz unmöglich, hat man in Ungarn gesehen. Orbán hat eine Zweidrittelmehrheit mit reinem Nationalismus geschafft. Also Nationalismus ist eine sehr scharfe Waffe. Und wenn man Nationalismus gut einsetzt, ist natürlich eine Erfolgswahrscheinlichkeit dementsprechend gegeben. Der Nationalismus hat uns auch immer in kriegerische und militärische Auseinandersetzungen in Europa gebracht. Und deshalb ist eigentlich in der Politik Nationalismus etwas, was man sehr relativieren muss, weil natürlich verbunden mit Populismus derartige Strömungen eine sehr zerstörerische Wirkung haben können. Dann war die Frage natürlich Handelsabkommen wie TTIP. Ich habe mich eigentlich seit über 12 Jahren nicht spezialisiert auf Handelspolitik. Ich habe mich vor allem mit der WTO auseinandergesetzt, weil natürlich die Welthandelsorganisation eine ganz massive Auswirkung darauf hat, ob man die Entwicklungsländer jemals auf die Füße bringt, ob man die Least Developed Countries jemals eine Chance gibt, im internationalen Reigen mitzumachen. Hauptproblem ist dort, dass die Diktaturen, entweder Anarchie oder Diktatur, die Bevölkerung in schreckliche Armut bringen und die nur durch Import- und Exportzölle sie in Wahrheit die Regierungselite refinanziert und die Bevölkerung in Wahrheit unter massivem Druck dementsprechend leiden muss. Das ist der Grund, warum ich eine parlamentarische Versammlung zur WTO geschaffen habe, weil es wichtig ist, dass man aus diesen Ländern auch die Opposition zu den Verhandlungen bringt, und in den Parlamenten gibt es die Opposition. Wir haben auch geschaut, dass wir kritische Journalisten dazu kriegen, und darum war die Dreiteilung in der WTO-Runde, nämlich erstens Handelserleichterungen für die kleinen und mittleren Betriebe, die erste Säule, die zweite Säule eine aktive Entwicklungspolitik, also diese berühmte Milliarde an Euro für die Weiterentwicklung in den Least Developed Countries, und eben die dritte Säule, dann die Landwirtschaftssäule, dass man sagt, okay, wie können wir in Zukunft 10 Milliarden Menschen ernähren. Das waren die drei Säulen. Wir haben jetzt im letzten Jahr, im Dezember, in Bali die Runde abgeschlossen. Jetzt ist bei der Feinformulierung der Texte, bei der Feinformulierung haben sie die Inder wieder quergelegt, weil sie gesagt haben, so war das nicht gemeint, und das, also die wollen es in Wahrheit blockieren, da gibt es in der Zwischenzeit eine neue Regierung. Und das führt dazu, wenn wir es nicht multilateral schaffen, darum erkläre ich das ausführlicher, wenn wir es nicht multilateral schaffen, dass wir für alle diese drei wichtigen Themen auf einen Punkt bringen, dann ist die zweitbeste Ebene die bilaterale Ebene. Ja? Und bilaterale Ebene ist eben ganz einfach bilaterale Handelsabkommen. Wir haben da lange Tradition, alle 28 Länder haben mit den anderen über 160 Ländern dieser Welt immer diese bilateralen Abkommen gemacht, total unübersichtlich, nicht koordiniert, die Großen haben die Kleinen erpresst, die Schwachen sind auf Zeiten gedruckt worden, haben einfach akzeptieren müssen, was die Großen gesagt haben. Durch das haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt Verhandlungen mit den Amerikanern. Wir mit den 28 Staaten haben eine sehr spezialisierte Kommission, die sich auf all die Fachthemen, und das sind ja sehr viele Fachthemen, die da abgehandelt werden, die sich darauf spezialisieren und schauen, wie kann man das eigentlich zum Nutzen von Europa und von Amerika eine Win-Win-Situation herstellen. Amerikaner sind sehr stark verschuldet, wir sind sehr stark verschuldet. Wie können wir es eigentlich erleichtern, die Zusammenarbeit transparenter machen, Zölle abbauen, Quoten abbauen, weil ja letztlich auch der Wohlstand der Bevölkerung davon abhängt, dass man Importe erlaubt, weil Importe erhöhen die Kaufkraft. Wenn man halt was günstiger kriegt als ein anderes Land, steigt für die Bevölkerung die Kaufkraft. Auf der anderen Seite, durch die gestiegene Kaufkraft und durch die günstigen Einkäufe ist man exportfähiger, ja? Und durch Export entstehen neue Arbeitsplätze, durch neue Arbeitsplätze kann man bessere Löhne zahlen, steigt wieder die Kaufkraft. Also wir haben mit Import und Export haben wir zwei Säulen, die Kaufkraft steigern für die Bevölkerung wirken. Und wenn man das verhindert und behindert, dann entsteht eben die berühmte Phase Anarchie oder Diktatur, so wie es heißt, die schöne neoliberale Welt, wir brauchen da keine Regelung, jeder tut, was er will, ja? Das führt immer in den Abgrund. Ja? Und ich glaube, dass es deshalb wichtig ist, dass man mit den Handelsabkommen, ganz wurscht mit wem, saubere Strukturen entwickelt, das dementsprechend durchdekliniert und gut verhandelt und dann diese Dinge auch in Kraft setzt, weil es natürlich dann auch ein Standardpaket werden könnte für Verhandlungen mit anderen Ländern auf gleicher Ebene. Weil natürlich dann weder Amerika noch Europa sagen könnte, wenn das zwischen uns gilt, dass wir das Dritten verweigern. Ja? Und die Kernfrage ist jetzt, werden wir die Handelspolitik jetzt in Zukunft gestalten, ja, aktiv,
Oder warten wir, bis Indien mit China und China mit Indonesien und Indonesien mit was immer und wir dann praktisch als Dritte in derartige Bereiche einsteigen? Das ist die Kernfrage und deshalb bin ich ein voller Befürworter der Verhandlungen. Wir werden natürlich schauen, was am Ende am Tisch liegt. Ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr froh, dass sich eine breite Öffentlichkeit damit beschäftigt, weil da viele gute neue Ideen kommen, weil die Kritik kommt, die berechtigt ist, ja, und weil man damit auch bei den Verhandlungen das ausräumen kann, wo man draufgekommen ist, das könnte eine Gefahr für Europa sein, ja, oder auch für Amerika. Wir wollen keine Lose-Lose-Situation, wir wollen keinen Vertrauensverlust, so wie wir es derzeit mit Russland haben. Ganz im Gegenteil, wir wollen schauen, dass Europa als positive Kraft gesehen wird und dass man auch dementsprechend mitgestaltet. Eine Frage habe ich noch. Wie glücklich bist du mit der Russlandpolitik? Überhaupt nicht. Das läuft völlig aus dem Ruder. Ja, ja, ich glaube, das ist auch auf mehreren Ebenen der Konflikt zu sehen. Erstens einmal ist, glaube ich, wieder mal Energiepolitik im Mittelpunkt der Debatte, weil natürlich in Amerika durch das neue Fracking-Gas und sie Amerika wieder in der Texas-Zeit sieht und, glaube ich, versucht, auf den Weltmärkten ihre Produkte gewinnbringend umzusetzen. Die haben genügend Schulden. Also es ist eine Existenzfrage auch für Amerika geworden. Auf der anderen Seite ist es eine Existenzfrage für Russland geworden. Wenn man sieht, 50% ungefähr des Staatshaushaltes in Russland kommt aus dem Energieexport. Ja. Also aus Export wird sehr viel generiert, auch für die Bewaffnung des Militärs und alles, was da rundherum dazugehört. Und wir haben natürlich auch jetzt die Amerikaner die Ansage über die Preise, dass man merkt, dass die Ölpreise massiv zurückgehen, damit gehen die Gaspreise zurück, damit hat Russland weniger Einkommen. Das kann existenzgefährdend werden. Hauptproblem ist, dass die russische Wirtschaft vorher schon abgestürzt ist, vor der Krise, und jetzt dieses Instrument des Konflikts in der Ukraine ein bisschen die Außenpolitik in den Mittelpunkt stellt und nicht die internen Probleme, wobei die Währungsreserven sich jetzt sehr schnell aufbrauchen. Und wir natürlich auch in Europa gesehen haben, dass wenn wir 500 Milliarden importieren, was können wir selber machen? Das ist einfach die Gesetzgebung der CO2-Reduktion, des Klimawandels, um es auf den Punkt zu bringen. Ja? Dass wir sagen, 40% CO2-Reduktion, heißt ja im Klartext für die Experten nichts anderes, dass wir die Importe von fossiler Energie um 40% reduzieren wollen. Ja? Und das ist natürlich dort, hat das alle Alarmglocken schrillen lassen mit 20% mehr Effizienz in der Energie, 20% mehr Erneuerbare und jetzt sogar 27%, sehen ja die, dass ihr wichtigster Einkommensstrom in Zukunft dramatisch reduziert wird. Ja? Und das ist auch der Grund, warum es dann auf die militärische Ebene, weil es ein Existenzproblem geworden ist. Ja? Und ich glaube, da muss man mehr Feingefühl mitbringen, da muss man eben auch schauen, nicht nur welche Sanktionen setzt man, sondern vor allem welche Anreize kann man setzen. Und da bin ich auch sehr glücklich, dass zum Beispiel in der OMV der Reuss die Debatte über die South Stream sehr ernst genommen hat und da den ersten Vertrag auch dementsprechend unterzeichnet hat, was ihm jetzt leider das Amt gekostet hat, weil natürlich von einer anderen Seite das nicht gewünscht wird. Und man da sieht, dass das selbst auf der österreichischen Ebene dieser internationale Konflikt zu Konsequenzen führt. Also das ist eine sehr sensible Angelegenheit. Und wir wünschen uns, und da glaube ich, ist der Gio Hahn der Richtige. Der Gio kommt aus Wien, der kennt die Geschichte sehr gut, dass hier wieder Vermittlung beginnt, dass man aufeinander zugeht und dass man versucht, das Problem natürlich mit einem Arsenal an weiteren Sanktionen, das gehört schon dazu, keine Frage. Das haben wir ja im Zweiten Weltkrieg damals nicht gehabt. Ja. Darum hat das auch so eskaliert zum Schluss. Also auch die Festigung der NATO und das militärische Abschreckungspotenzial ist da entscheidende Frage. Aber noch entscheidender ist, glaube ich, das Aufeinanderzugehen und sagen, okay, welche Incentives können wir anbieten von Seiten der Europäischen Union, die in unser beider Interessen sind, Russland und Amerika, nicht auseinanderbringt, sondern dass man versucht, hier eine neue geostrategische Politik zu entwickeln. Und schauen wir mal, ob es unter Putin geht, wie das in seiner Umgebung verstanden wird. Aber ich glaube, dass jetzt auch mit der neuen Außenbeauftragten, mit der Montagnini, die ja bekannterweise nicht so wie die Großbritannien und die Amerika-Linie vertritt, sondern eher die andere Linie, sodass also auch da eine gewisse Balance von der offiziellen Repräsentation her zu sehen ist. Und wir hoffen, dass der Bericht, dass der Bereich nicht eskaliert. Ja? Also die Geschichte gelernt haben, haben auch gesehen, dass auch in Linz an der Brücke die Russen die Ausweise kontrolliert haben und mein Schwiegervater
damals im Müllviertel ein Haus geschenkt bekommen hätte und gesagt hat, nein, das brauche ich nicht, weil das wird nie wieder was. Ja. Also der Fall der Berliner Mauer, wenn man sich das alles anschaut, die Zeitreise durch die Veränderung der Grenzen, und ich glaube, die Zeitreise ist nicht beendet, die Zeitreise beginnt heute. Und darum bedanke ich mich für den Vortrag und das Zuhören, und es war spannend, mich hat es gefreut. Danke.